Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute hier im herrlichen Arkadenhof des Wiener Rathauses. Hier wird gedreht, was wird gedreht? 12 Points, eine ganz wichtige Szene am Klo. Hab das Drehbuch dann bekommen und durchgelesen und ich war fasziniert davon. Und bin dann einfach mal hingegangen und hab das probiert und bin richtig froh, dass es geklappt hat dann. Wo warst du, als Conchita Wurst den Song Contest gewonnen hat? Da war ich tatsächlich auch, ganz banale Antwort, daheim am Sofa, kann ich mir erinnern. Relativ nackt. Und hab diesen großen Moment miterlebt. Der Regie ist erstmal. Ich musste mit dem Marie Hart verhandeln, aber mehr war nicht drin. Wienerisch ist eh leibend, das geht super. Fränkisch, Koreanisch. Ja, also wie bereite ich mich auf meine Rolle vor? Die Antwort ist relativ unspektakulär. Ich lese mir das Drehbuch durch und spiel's dann. Das weiß das Filmteam ja noch gar nicht, dass ich sehr, sehr untalentiert bin. Das geht nicht länger. Richard, du bist bei dem Fernseher eingeschlafen. Mein Fazit vom Dreh ist, dass ich mal in erster Linie dem Team danken muss für diese großartige Drehwoche. Ich glaube, es ist wirklich eine Seltenheit, dass man in allen Teilen und allen Departments dann so durchgehend motiviertes und tolles Team hat. Es haben alle wahnsinnig gut zusammengearbeitet, wir haben alle ineinander gegriffen, alle Departments waren top unterwegs. Nur deswegen konnte das Projekt so werden, wie es ist. Weil sie sagt mir so, ja, junge Leute, so, das war so organisiert und es war so leibend. Das war wirklich geil. Ja, natürlich hat sich der lange Weg aus Deutschland gelohnt. Es war wunderbar. Sehr viel Spaß. It's a wrap! Hollywood ruft, ich bin weg. Ciao!